Hallo und herzlich willkommen hier zur 100 Baby Challenge. Alle Sims stehen draußen und du callst jetzt nach Vladimir, weil ich hoffe, dass er vorbeikommt. Oliver ist zwischendurch älter geworden. Ich habe mich das schon gewundert. Er ist heikel. Leo, Christina hat ein Geschenk. Kommt Vladimir vorbei? Oh, Vladislav wird gleich da sein. Oh, Inge. Inge ist noch da. Aber ich, Inge, irgendwie machst du ein gutes Bild auf deinem Fahrrad. Aber sie wird halt auch nicht mehr allzu lange hier sein. Eigentlich, sie wohnt ja gar nicht mehr hier. Ja, und die anderen habe ich Dinge machen geschickt, die sie so machen. Denn Matthias, geh pennen, gehst du pennen? Hä? Wann ist, ich habe ihn zwar eingeladen, aber... Wann ist denn er denn bitte hierher gekommen? Okay, betören. Flirten. Kompliment über das Aussehen machen. Vladislav. Vladislaus heißt er sogar. Das wird ihm doch gefallen. Betör ihn doch mal, auch wenn er so schlimm aussieht. Du bist Meister im Betören. Sehr kokett, lockere Unterhaltung. Der rosa Balken geht einfach in die Höhe. Aber die, und der andere Balken ist auch schon besser, sehr schön. So, mehr Auswahl. Es ist vielleicht auch unser Vorteil, dass gerade Liebestag ist. Und ich muss mal gucken. Lass ihn doch mal ein, über Nacht zu bleiben. Ich meine, es ist so der Obervampir voll gefährlich. Aber wir brauchen Kinder. Und er kommt ja auch nachts. Und wir müssen ihm noch eine Rose schenken. Und ich glaube, dann ist unser Liebestag abgeschlossen. Dann sind wir auch nicht traurig. So, kochfertig, bewegungsfertig. Oh, wie hat er denn jetzt die Denkfertigkeit? Oliver, Oliver. Oh nein, Oliver geht's nicht gut. Oliver, geh schlafen. Matthias, du bist halbwegs ausgeschlafen. Lass mal Mama da oben das machen. Und hol dir Reste aus dem Kühlschrank. Und du stellst bitte Geburtstagskerzen auf deinen eigenen Geburtstagskuchen. Hast du ihm eine Rose gegeben? Machst du das jetzt? Oh, Vladislaus. Oh. Vladislaus. Sollte es nicht andersrum aussehen? Ich weiß nicht. Das ist so cool. Das ist so, der Obervampir geht in die Knie vor unserer eigentlich Obermatriarchin. Also sie ist, glaube ich, anders kann man das nicht sagen. Sie ist, glaube ich, so gut im Flirten und solchen Sachen. Besser geht's nicht. Komm, mach weiter. Immer schön weitermachen. Immer weitermachen. Findet ein erotischer Austausch statt. Und dann macht sie bitte noch Kinder. Und dann kann Vladislaus braucht er bitte nie wiederkommen. Das meine ich ernst. Ich glaube, der ist nicht so der beste Kumpel eines Menschen. Okay, du hattest eine Eins. Josef, genau, Einser Oberschüler. Deswegen darfst du die Kerzen auspusten. Und ja, dann mal was Sinnvolles machen. Will ein super Papa werden, ist böse, ein Musikliebhaber und ein Genie. Oh, meinetwegen. Ist okay. Der Liebestag war grauenhaft, aber dein Geburtstag war prächtig. So, Katharina. Katharina? Ja, ne? Ja, da ist sie traurig, weil sie ist jetzt ja nicht mehr unsere Erbin. Denn das ist Paula. Mich auch erst dran gewöhnen. Oliver ist aus seiner Wiege gesprungen. Jetzt müssen wir uns dran gewöhnen, dass wir hier eine Wiege haben. Was? Sarah? Ist das dein Ernst? Da macht sie das einfach kaputt? Das ist nicht in Ordnung. Oliver. Ja, du machst mit deiner Schwester hier den super heißen Smooth Move. Aber koch doch mal was. Gemüseteigtaschen, das geht immer. So, Mama.
Du machst bitte einen Schwangerschaftstest, sonst musst du nämlich nochmal ran an den Vladislav. Ich wollte sagen, ran an den Speck, aber so dünn wie Vladislav ist, ist es eindeutig der falsche Spruch. Sie ist immer noch gut drauf. Für zwei Essen. Oh, vielleicht funktioniert es auch bei Vladislav, dass sie quasi wirklich einen Vampir kriegt, weil es einfach Vladislav ist. Warum hast du deine Hausaufgaben nur zu 75% erledigt? Mädchen, das ergibt ja gar keinen Sinn. Warum sollte man seine Hausaufgaben zu 75% erledigen? Mach's doch gleich richtig. So. Nummer 3 der Kochfertigkeit. Wow. Ah, das ging echt schnell. So. Matthias? Ja, dir fehlen Fertigkeiten. Aber dir fehlt auch Spaß. Kannst du das mal aufräumen? Und dann ein bisschen malen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Die Pinnwand ist mal wieder voll. Hallo Pinnwand. Alle Pinnwand-Einträge löschen. Interessiert mich nämlich nicht, was da steht. Obwohl, ja, Josef hat Erziehungslevel 2. Wie hat er denn das geschafft? Ist er zum Baby gegangen? Ne? Erziehungslevel 1 ist, gib dem Baby eine Flasche, damit es nicht vom Jugendamt oder Sozialamt abgeholt wird. Und irgendwann, wenn es mal dreckig ist, dann gibst du ihm eine Windel. Oh! Oliver, hör auf, bockig zu sein und setz dich genau hier hin. Ja. Setz dich hin. Oliver, ich muss sagen, irgendwie sind die Haare cool bei dir, aber ihr wisst ja meine Meinung zu dieser Frisur. Ich finde immer noch, diese Frisur sieht aus, als kämen da irgendwelche Würmer aus dem Kopf heraus. Obwohl, muss ich sagen, bei Schwarz geht es. Also bei der schwarzen Haarfarbe. Bei der blonden und braunen Haarfarbe sieht es viel schlimmer aus. Ist es eigentlich Vladislav, der hier so für Ärger so sorgt? Naja, warum weint er denn? Hat er jetzt in die Windeln gemacht? Ja, dann wechselt man die, Josef. Ich habe gehört, dass du dich mit Gunther Malwurf angefreundet hast. Ich weiß halt nicht mehr, wer André Anansi ist. Also mein Problem ist gar nicht, dass man irgendwie aufräumen... dass ich irgendwie keine Sims mehr... Ich weiß nicht, ob ich schon was mit André Anansi hatte. Ich würde behaupten, nein. Da ich jetzt aus meinem Kopf heraus behaupten würde, dass dieser dunkelhäutige Sim der einzige Sim war mit Elfenohren. Und ich im in dem kleinen Bild gesehen habe, dass André Anansi auch Elfenohren hat. Genau deswegen glaube ich, dass ich noch nichts mit ihm hatte. Denn ich mag ja Sims mit Elfenohren und hoffe dann ja immer auf Elfenohren mal. Ich muss hier ein bisschen hin und her gucken. Genau, du warst fertig, dann kümmere dich mal um den Haushalt. Du bist ganz schön fertig, aber eigentlich... Ja, eigentlich hast du ja schon den nächsten. Also Laus hat funktioniert und du hattest Michael Steen. Kannst du ihm mal eine SMS schicken und plaudern? Aber du hattest eigentlich Michael Steen. Michael Steen war auch so, ja, normal, würde ich behaupten. So ein ganz normaler junger Mann, mit dem man Babys machen kann. Katharina. Und ich habe mir Sorgen gemacht, habe sie extra auf den Spielturm geschickt, damit sie irgendwie schnell Fertigkeiten bekommt. Dabei ist Samstag. Oh, ich weiß nicht, ist das gut? Ist das ein guter Zeitpunkt gewesen, dass sie schwanger wird? Doch, sie kann ausziehen. Sie kann dann gefälligst ein Teenager werden. Boah, schick deine Schwester aus diesem Raum. Deine Schwester muss jetzt nicht vor diesem Spiegel rumtanzen. Das ist nicht ihr Ernst. Oh, dann geh auf dieses Klo. Das kann es ja wohl nicht sein. So, nur weil die eine da... Ne? Bist du jetzt gewesen? Ja. So, dann mach du mal mit kreativ weiter, weil du wolltest ja unbedingt kreativ werden. Und du, mein lieber Junge, mein lieber Sohn,
Du willst ja eigentlich ein Motoriker werden. Nils, wir schalten um zu Nils. Dem fehlt Bewegung und Fantasie und auch das Töpfchen. Oh. Okay, wir fangen an. Erst das Baby. Wo ist das Baby? Hier drin. Mehr Auswahl. Super effiziente Babypflege. Nein, du sollst nicht deinem Kind dabei zuschauen, wie es die Wohnung verwüstet, sondern kein Chaos machen. So. Anordnen, kein Chaos zu machen. Dann kannst du bitte Flashkarten, Grundbedürfnisse lernen. Das ist gut, dass er das über Eliza machen kann. Dann du darfst von deiner Mutter einmal gebadet werden. Er soll die Flashkarten schon von Eliza lernen. Oliver. Hä? Er hat doch schon. Oliver ist älter geworden. Oh. Buggy-Spiel. Er hat Hunger, meine Güte. Er hat auch Hunger. Dann nehmt euch erstmal was zu essen. Wenn euch schon keiner waschen will und sich sonst niemand um euch kümmern will, kleine Jungs, dann nehmt euch einfach was zu essen. Habe ich dich nicht irgendwie auch irgendwie was machen geschickt? Dich hatte ich malen geschickt, ne? Bist schon fertig. Oh, aufräumen. Zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Ich habe gehört, ich habe jetzt das Addon. Pass auf. Einmal. Ich möchte gern, dass sie inspiriert wird. Ich weiß, dass man das nur hier. Nein. Hier? Hä? Wie geht. Geh mal hier hin. Du bist fertig, ne? Ich möchte ja inspiriert werden. Ach, jetzt hat er sich wieder hingelegt. So, du bist gleich draußen. Kurz mal die Jungs angucken. Okay, die haben gegessen. Ihm fehlt es an Aufmerksamkeit, aber. Ach Mann. Oliver, wir können dir gerade keine geben. Dir fehlt es an Hygiene und Spaß. Ach komm, mit Puppenspielen macht bestimmt viel Spaß. Und jetzt muss ich hier gucken. Halt, nicht wieder reingehen. Halt. Hier bleiben, hier bleiben. Und einmal in die Wolken schauen. Schau bitte in die Wolken. Das sollte dich inspiriert machen. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt zeichnest du ein Fahrzeugbild. Dieses Add-on, also das ist das Einzige, was ich weiß, was ich in meinen anderen Videos gesehen habe, wie man inspiriert werden kann. Und deswegen habe ich mich immer geärgert, dass ich das nicht hatte, denn ich konnte das halt gar nicht nutzen. So, hinsetzen, zeichnen. Yay. Zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Komm, weiterzeichnen. Dann kümmern wir uns wieder um. Boah, ist da. Also, Matthias, du spielst jetzt hier. Ich weiß, das ist kein Spielturm, aber du spielst jetzt hier. Maria, wie weit bist du? Machst noch Glitzer drauf? Ja? Machst noch Glitzer drauf aufs Flugzeug? Okay. Nils, du siehst nicht gut aus. Das möchte man dir mal sagen. Du siehst auch nicht gut aus, aber wegen anderen Gründen. Aber du schläfst quer über dein Bett, was jetzt auch nicht das Beste ist. So. Hör auf damit. Mama, hör auf mit Fernsehen. Kümmer dich darum und dann bringst du bei, Nils auf den Topf zu gehen. Wir können das hier nicht länger so aushalten. Du machst das Puppenhaus bitte nicht kaputt. Und Katharina, hat das gezählt? Ja. Katharina, nicht schlafen gehen. Du hast noch Arbeit. Du musst noch ein Bild zeichnen. Komm, zeichne noch ein Fahrzeugbild. So, super. Du spielst auf einem Spielturm. Level 2 der Motorikfertigkeit hast du erreicht. Nils, du gibst dein Bestes, oder? Gib dein Bestes, mach ein Pup. Mach ein Pup in das Klo. Komm schon. Motorik, Kreativität, aber wir brauchen Nils, der sich A nicht in die Hose macht.
Und B, hoffentlich Level 2 erreicht. Komm schon, Level 2, Level 2, Level 2. Jetzt geht sie einfach baden. Oh. Knappes Bild, knappe Kiste, aber jetzt ist sie in der Wanne. Okay, du hast jetzt oh nein, das hat nicht funktioniert. Gerade so nicht. Geh nochmal. Nochmal ganz kurz. Nils, komm. Ganz kurz, Nils. Tu es für mich. Geh nochmal ganz kurz für deine Mama. Nils kann das Töpfchen benutzen. Yay. Dann könnt ihr aufhören damit. Das ist ja nur noch Quälerei. Sag die Richtige. Und dann badest du ihn noch im Schaumbad als Belohnung. So, hier, jetzt bist du auch mal gebadet. Jetzt kannst du ja auch dann alleine aufs Klo gehen demnächst. Aber erstmal musste ich dich baden. Ich hätte gerne bei den Gruppen noch super flashy, dass man hier sowas wie Manieren und so noch steigern kann. Aber das geht wohl nicht. Okay, Nils, was fehlt dir noch? Fantasie und Bewegung. Du darfst noch einmal mit den Puppen spielen und dann gehst du schlafen. So, Oliver, dich badet die Mama auch gleich. Das ist doch eine Idee. Mama ist eh gerade am Kinderbaden. Oliver im Schaumbad baden. Oliver, warum ist Oliver traurig? Wer ist hier gestorben? Wo sind denn alle hin? Ach so, wegen. Ja, weißt du, Oliver, eigentlich sind die ja nie weg. Aber aus irgendeinem Grund beschäftigt sich halt nie jemand mit Kleinkindern, weil ihr langweilig seid. Keiner will mit euch spielen. Gewöhnt euch also dran. Sag nicht, du haust den. Django, umarm Django. Django ist dein liebster Freund. Aufmuntern. Geschichte erzählen. Das gibt's ja wohl nicht, dass sie ihre Teddys immer hauen. Und du genauso. Ich weiß nicht. Macht euch doch mal irgendwie nützlich, Kinder. Du hast auch Hunger, ne? Und bist du jetzt aufgewacht von dem Geschkreische? Das Problem ist, ich habe irgendwie keine Lust, das Baby gerade in die andere Wiege zu machen. Aber irgendwie muss ich das wohl machen. Anders geht's ja nicht. Setz dich dahin. Oliver, sitz. Sitz, Oliver. Super. Und dann ein Gericht nehmen. So, dir fehlt nur Soziales. Dir fehlt Schlafen und Blase. Dir fehlt Blase und Dusche. Und dir fehlte Essen, aber du kannst das auch noch weiter essen. Du bist müde. So. Dir fehlt das auch. Kannst du bitte dir auch ein Gericht nehmen? Oh Mann, wer guckt hier zu? Anna. Anna, ja, ne? Moment. Hier weint die ganze Zeit das Baby und ich tue das die ganze Zeit ignorieren. Ist auch nicht das Beste, ne, wenn man das so ignoriert. Du könntest mal was kochen. Mama hat gerade echt keine Zeit. Du könntest schlafen gehen. Warum seid ihr überhaupt nicht in der Lage, überhaupt nicht, euch um euch selbst zu kümmern? So, überhaupt nicht. Im Chatroom für Kinder chatten. Du kochst was. Du schläfst. Und nachdem du was gegessen hast, gehst du auch noch mal schlafen. Du solltest auch schlafen gehen, Oliver. Ah. Ne? So, dann könnte ihr. Du hast ja geschlafen, du chattest gerade, du könntest aber aufräumen, damit du Manieren bekommst. Und du bist der Einzige, der noch Manieren bekommen kann. Oh Mann, wir haben Sonntag. Ja, zwei, da hast du noch ein paar auf zwei. Es wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis wir hier unsere Toddler älter lassen können. Obwohl, nächste Folge, er ist, glaube ich, bei allen gut dabei. Er ist bei allen ganz gut dabei, würde ich jetzt sagen. Ah ja, aber so ist gerade richtig ruhig. Josef unterhält sich ein bisschen mit Eliza, isst ein bisschen was von seinem Essen, was auch ausgezeichnet geworden ist. Und er räumt einfach mal auf. Aber Josef, hier ist auch. Reparier du doch mal was. Kannst du nicht auch schon irgendwas reparieren? Verbessern? Nee, kannst du auch schon was verbessern? Das ist alles verbessert, ne? Ich glaube, das kannst du nicht reparieren, oder? Geht es? Das ist immer das Problem, dieses.
Manches kann man ja nicht unkaputtbar machen. Ich glaube, er repariert sich hier kaputt. Nein. Ich dachte schon, dass das wieder der Fall ist wie mit dem Radio, was aus irgendeinem Grund nicht an ist. Mal elektronisch. Und alle tanzen zusammen. Außer du. Du musst dich ums Baby kümmern. Ja, Nils, ne, ist nervig. Aber du musst deswegen keinen Wutanfall bekommen. Spiel einfach mit Puppen noch ein bisschen und dann gehst du aufs Töpfchen. Oh, Fantasie 3, yay! Yeah. Wieso stellst du dich jetzt davor? Das hat ja mal überhaupt keinen Sinn. Du kannst mal weiter aufräumen. Josef, ich gebe dir gerade was zu tun. Na, setz diesen Jungen ab. Der verhungert noch, nur weil du ihn nimmst. Wutanfall bekommen. Nein! Kein Kind soll hier einen Wutanfall bekommen. Du kannst dir was zu essen nehmen. Okay, Paula und Josef sind gute Freunde geworden. Schlafen. Beziehungslevel 5. Nimm du dir auch was zu essen. Jeder, der kann, nimmt sich jetzt mal was. Du isst das schon. Josef auch. Und Mama braucht nicht. Mama, ich weiß gar nicht. Connor, wir hatten den ja nicht, ne? Nee, Michael Steen. Michael Steen ist der nächste Babypapa. Bin immer noch gespannt. Ah nein, nicht Nils baden. Er sollte sich selber im Schaumbad baden. Mach doch Milchmohl, Mehl, Honig, Haferbad. Ich bin ein bisschen gespannt, ob wir ein Vampir bekommen oder nicht. Und als nächstes mit 3 Spielsachen spielen. Okay. Als nächstes muss ich mich von euch verabschieden, denn die Folge ist tatsächlich rum. Wir haben es, glaube ich, in der Folge geschafft, schwanger von Vladislaus zu werden. Wir haben es geschafft, Josef zu altern, der direkt ausziehen kann, damit dann sie wieder schwanger werden kann. Wir haben Oliver ist jetzt ein Kleinkind und macht uns nur Sorgen, weil er hat das gar nicht aufgegessen. Oliver. Was ist mit dir? Warum isst du das nicht auf, wenn ich sage, du sollst das essen? Wir haben Katharina, die total hübsch ist und kreativ. Mal sehen, wie Paula wird. Wir haben eine schreiende Paula. Also sie geht mir gerade, irgendwie geht die mir tierisch auf den Keks. Vladislaus kriegt mich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich möchte aber gar nichts mehr mit Vladislaus zu tun haben. Darf ich auch nicht mehr, leider. Aber obwohl das könnte der einzige Überlebende sein, der mich quasi überlebt. Ich bin ja hier quasi unsterblich bisher mit Mama, der dann auch noch mich heiraten kann. Vielleicht sind wir ja Seelenverwandte. In der letzten Pause wollte niemand mit ihr spielen. Sprich doch mal mit dem Lehrer, dann steigen deine Manieren. Und genau, das ist eine Übersicht, was in dieser Folge passiert ist. Nils ist ja hungrig, der wird uns aber nicht weggenommen werden, weil Nils sich jetzt hier hinsetzt und was bekommt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss und bye bye.